Der Sohnemann fährt sich Spaß, denn Vater und Sohn Team, was wir hier aus dem Haus Team. Fahrzeug aus einer GS unter der Haube. Viel Spaß dabei. Norwegen, die zweite, die hatten letztes Jahr noch als Startpunkt in Oslo. Der ist die. Viel Spaß, diese Rallye Monte-Carlo Historique. Es geht weiter und wir sind bei der Startnummer 30 und viel Spaß damit. Startnummer 32, ich sagte schon, es wurde ab 1968 wirklich auf Höchstgeschwindigkeit gefahren, ohne Koeffizienten. Und da hatte Porsche eine Familie, die sehr stark im Motorsport schon immer engagiert war. So, warum ich auch noch einen Unterknopf in USA und sagen, Markus Busser, der Mann, der rechts am Lenkrad sitzt, monegassisch zugelassen. Startnummer 1 und 3, das ist der stärkste und schnellste. So, jetzt geht der S-Bahn ganz der Doppelvergaseanlage, also gut auf die 120, 130 PS stark. Das ist immer noch ein bisschen Programm, wir deswegen, wie gesagt, diese eigentlichen Nachfolger von ihm in anderer Variante da sind. So, jetzt kommt was ganz Besonderes. Ich war sozusagen dieser Finne der Erste, der für Autoproduktion in Finnland entsprechend geworben hat. Und hier haben wir ca. 100 PS aus dem 1,6 Liter Wagen, den wir hier noch einmal sehen können. Es geht weiter mit einem Wagen, der einfach eher beim Concours de Grand zu Hause hat. So ein schöner Wagen aus italienischer Manufaktur, respektive nicht Manufaktur, sondern Designstudio. Manufaktur war in Osnabrück, das ist der legendäre Kamandier, den wir hier in Osnabrück gebaut haben, VW. Basis natürlich der VW Käfer, aber hier, wie gesagt, in seiner schönen italienischen Stadt. Ein Geburtstagskind hatten wir schon mit Christian Geister als Sitz. Und hier, wie gesagt, fahren wir 1960er, auch schon 356, so ein B. Wenn ich frage, was denn dieser komische mit vielleicht ein Dorn. So, große europäische Rallye-Champion auf diesem Wagen, die wie groß bist, hat ja auch nicht gewonnen. Hier sind die beiden jetzt wie gesagt mit dem D18er Buckelvolvo auf der Strecke unterwegs. Ja, meine Damen und Herren.